Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Minecraft ist es heute nicht. Ja, gestern habe ich es irgendwie verschwitzt, Avorion aufzunehmen und dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt halt das vergessen habe, dann gibt es halt was, was ich noch auf Lager liegen habe. Das war in dem Falle Overwatch, die ich jetzt ja seit kurzem machen darf. Und ja. So, wir schalten die Bergbaulaser natürlich erstmal auf automatisch. Und dann wird mir hier oben einer angezeigt. Das heißt, der ist näher. Dann werden wir uns den mal vornehmen. Und dann müssen wir bald hier mal das Schiff komplett umbauen. Quasi neu errichten. Weil mit dem, wie es aktuell ist, bin ich absolut nicht zufrieden und das hätte ich gerne ein bisschen anders. Oh, die 1, 2, 3, 4, 5 sollte ich vielleicht auslassen, wenn ich hier abbauen möchte. Ja, jetzt heißt es Xanium Farm. Hoffen, dass wir was Vernünftiges dabei finden, dass wir ordentliche Mengen davon abstauben. Und dann werden wir dann vermutlich frühestens nächste Folge, eher übernächste Folge, wenn wir genug Xanium gesammelt haben, dann dieses Schiff, in dem ich gerade sitze, quasi auseinandernehmen, komplett platt machen und das dann quasi neu aufbauen, weil in der aktuellen Form bin ich absolut nicht zufrieden damit. Das ist mir einfach insgesamt einfach zu schwach. Das Schiff bringt kein bisschen Leistung gefühlt. Beziehungsweise erfüllt nicht das, was ich gerne hätte. Ich bin ein Freund von kleinen, wendigen Schiffen. Und das bin ich überhaupt nicht mehr. Wo ich natürlich nicht dran gedacht habe, Bremsschub erzeugt man ja jetzt nicht mit Korrekturdüsen eigentlich, sondern über die, wie heißen die denn? Baumodus. Hier oben Trägheitsdämpfer. Die gibt's nur in Eisen oder Xanium. Und Avorion, Entschuldigung. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Entsprechend werden wir später recht viel Eisen brauchen. Aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Aber bedeutet, dass wir natürlich das Schiff dann per Trägheitsdämpfer bremsen werden. Und nicht per Korrekturdüsen. Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen und überlegen, ob ich nicht hingehe und Alter. Ich dachte kurz, ich werde beschossen. Ich könnte natürlich auch hingehen und was wollte ich gerade sagen? Neues Schiff anfangen. Ich weiß noch nicht, ob ich da Lust drauf habe. Vor allem ist das mit den neuen Schiffen immer halt so eine Sache. Weil wenn ich das nicht fertig gebaut kriege, dann habe ich nichts. Und das hier, wenn ich das zerlege, habe ich halt noch mehr Rohstoffe, die ich nutzen kann, um ein neues Schiff zu bauen. Vor allen Dingen, ich muss das hier ja nur bis auf den Grundstein runter abreißen und habe die ganze Versicherung noch drin. Ich glaube, deswegen werde ich dann auch hier hingehen und sagen, okay, ich mache das hier bis auf den Grundstein runter und baue es dann komplett neu auf.
Ich weiß auch, dass ich, wenn ich das bis auf den Grundstein runter abbaue, ich nicht alle Ressourcen, die ich reingesteckt habe, wiederkriege. Aber ein Teil, und das reicht mir schon. Vor allem, weil wir ja auch neue Ressourcen jetzt dazugekriegt haben in der Zeit, die wir dann natürlich dann verwenden können. Gut, mit anderen Worten, heute heißt es Farmen, morgen heißt es Farmen und übermorgen wird dann gebaut. Ich werde wahrscheinlich die Folgen auch direkt hintereinander aufnehmen, damit ich die dann auf jeden Fall habe, dass ihr die nächsten 3 Tage auf jeden Fall eine Wohnung kriegt. Und dann muss ich mir noch überlegen, weil ich will maximal 3 Tage, 3 Videos pro Tag raushauen. Ich fürchte nur, dass ich das reduzieren muss in nächster Zeit. Dass ich damit mit den verschiedenen Projekten, die ich habe, ein bisschen durchrotiere. Also CSGO Overwatchs werden auf jeden Fall Lückenfüller bleiben, beziehungsweise wenn ich mal nichts hab. Die sind nämlich schön schnell aufgenommen. Brauchen ja meistens 10 Minuten. Außer ich möchte mir das ganze Ding nochmal geben. Dann dauern sie 20. Die Folge habt ihr noch nicht gesehen, kommt aber auf jeden Fall eine. Und ich hoffe, die gefällt euch. Weil ich mir da nicht so sicher war und mir das deswegen nochmal genauer angucken wollte. Und ja. Aber ich kann euch eins verraten, ich habe noch nicht so viele Overwatches gemacht. Ich habe aber schon mindestens einen Hacker dabei gehabt. Und zwar einen dreisten. Wo man nicht lange braucht, um zu sehen, dass der dann gehackt hat. Aber gut, ich will ja nicht zu viel spoilern, ihr sollt die Folgen ja noch gucken müssen. Und dann heißt es jetzt hier wieder abbauen. Ich glaube, ich werde dann nochmal zu meinem Uploadplan. Ich glaube, ich werde dann demnächst umsteigen auf Videoveröffentlichung um 17:30 und 18:30. Und das war's. Das bedeutet, dass dann täglich 2 Videos kommen. Ich muss halt gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Ich habe zwar noch Semesterferien, aber ich kann nicht in der einen Woche, die ich jetzt noch habe, alle Folgen vorproduzieren für das nächste Semester. Und während des Semesters kann ich halt nicht extrem viel aufnehmen, weil ich da immer wieder natürlich noch Veranstaltungen habe, zu denen ich hingehen muss. Ja. Dementsprechend muss ich dann halt da ein bisschen gucken, wie ich das mit den Folgen mache. So, ich brauche noch ein bisschen Xanium, bitte. Ich habe jetzt 3000. Dann schnappen wir uns hier noch ein bisschen Trinium und Naonit. Der Wichser fliegt uns in den Weg. Tut er nicht. Gut, dann schnappen wir uns jetzt hier das Naonit. Bringt uns zwar nicht so viel, aber ist schnell abgebaut und entsprechend können wir uns das doch einfach mal mitnehmen. Weil auch damit werden wir zum Beispiel Schilde bauen können oder einen Generator werde ich damit bauen können. Weil ich denke, dass wir am Ende nicht genug Material haben, um ein Schiff zu bauen, was dieselbe Stärke hat wie das jetzt aktuell. Entsprechend brauchen wir natürlich möglichst viel Material als Grundlage. Entsprechend bin ich ganz froh, dass wir hier ein bisschen was an Ressourcen sammeln können. Wir werden aber jetzt gleich weiterfliegen, sobald ich das Trinium, was rechts von uns noch ist, aufgesammelt habe. Da wäre noch Titan, aber das ist absolut uninteressant für uns. Wir schnappen uns jetzt hier noch das Trinium. Weshalb nichts anderes ist als besseres Titan. Weil das dort, weil Trinium leichter ist als andere Materialien. Und deswegen wird Trinium immer als quasi der nächste Schritt von Titan aus angesehen. Jedenfalls vom Spiel habe ich das Gefühl. Wenn ich damit falsch liege, schreibt es mir in die Kommentare und korrigiert mich. Und ja, seid hilfreich.
Helft mir, das Spiel besser kennenzulernen und es besser zu spielen. Weil wenn ich es besser spiele, naja, habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Ihr könnt natürlich aber auch keine Tipps reinschreiben. Und einfach hoffen, dass ich fail, weil das finde ich manchmal bei YouTubern viel lustiger, wenn man so das Gefühl hat, sie glauben, sie hätten das Spiel verstanden und dann kommen so Sachen wie, Moment, das geht jetzt aber nicht. Wieso? Also zum Beispiel Hirnsturz ist immer so ein schönes, finde ich immer so ein schönes Beispiel, der immer wieder total verplant ist und gerade das macht seine Videos ja so interessant. Ich hoffe, dass ich irgendwie auch was habe, wo ihr sagt, hey, das macht die Videos interessant, wenn ihr sie denn guckt. So viele sind es ja aktuell nicht. Ich habe meistens auf den Videos ja aktuell nur so zwei, drei Klicks. Aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht möchte ja jemand von euch mal ein bisschen kommentieren. Ich antworte auch drauf. Der Kommentar, den ich bis jetzt hatte, den ich nicht als Spam gekennzeichnet habe, beziehungsweise der mir nicht als Spam gekennzeichnet wurde, den habe ich auch entsprechend beantwortet. Und auch bin darauf auch in ja jetzt schon mehreren Videos eingegangen. Aber das ist ja heute nicht Thema. So, das Trinium hätte ich noch gerne. Moment, er zeigt mir Xanium an. Ich schnappe uns erst das Xanium da drüben. Es sind zwar nur 900 drin, aber besser als gar nichts. Kriegen zwar noch nicht mal 900 da raus, sondern eher nur so 90 bis 180. Aber das ist ja egal. Wieso fokussieren jetzt meine automatischen Laser da nicht drauf? Finde ich gerade ein bisschen schade. Oh, wir kriegen auf jeden Fall über die 90. Ja, 180 schaffen wir, glaube ich, nicht. Oder? Doch, schaffen wir. Cool. Also, wir haben mehr als 180 daraus gekriegt. Das heißt, unsere Effizienz ist höher als 100, als 20%. Die Laser hätten gerne das Trinium. Oh, ich werde beschossen. Böse Piraten. Aber den hier hätte ich gerne bitte noch eben. Es macht mir nicht so viel Schaden. Das finde ich nicht so dolle. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil die Waffen teilweise die Schilde durchdringen und mir dann direkt Schaden am Schiff machen. 1, 2, 3, 4, 5, 8 aus. Welches ist denn der nächste? Der da. Den kriegen wir doch recht zügig kaputt. Oder? Ja, da ist er auseinandergebrochen. Der nächste bitte. Du da drüben. Immer schön draufhalten. Muss man wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Sehr schön, da ist er kaputt. Wer ist der Nächste? Du da drüben. Bitte einmal kaputt gehen. Oh, das war böse. Und da ist er kaputt. Wer ist der Nächste? Du da drüben. Also Feuerkraft habe ich inzwischen doch ausreichend. Wobei ich echt nochmal den DPS-Mod reinbringen muss, um zu gucken, welches die besten Geschütze sind. Oh, ein Schild-Upgrade in Rot. Moment, da müssen wir mal eben hier gucken. Das macht 138% Schild.
Widerstandskraft. Das werde ich mir dann mal eben einbauen. Ja, du da. Du kriegst jetzt erstmal ein bisschen was ab. Geh kaputt! Stirb! Nur kurz ein bisschen wieder aufladen. So, kaputt. Da ist noch ein schönes Upgrade, was ich gerne hätte. Da hammert. Ein Bergbausystem Trinium ist uninteressant für uns. Und das auch eher uninteressant. Aber ich kann ja die Schiffe noch ein bisschen kaputt schießen. Die Trümmer. Gucken, was ich da so noch so rauskriege. Weil das eine oder andere Upgrade wird sich darin noch verstecken, denke ich. Und um die geht es mir ja jetzt primär. Da ist ein Upgrade noch rausgekommen. Geschütztürme in grün. Eher uninteressant. Was haben wir noch so? Hier gerade nichts. Wollen wir noch nur. Das, nee, das ist die Station. Das ist noch ein Wrack. Da kam noch ein weißes Upgrade raus. Noch ein Geschützturm-Upgrade. Okay. Das ist auch weg. Hier ist noch ein schönes größeres Wrackstück. Auch nicht mehr lange, ne? Okay, meine Energieversorgung ist wieder ein bisschen zusammengebrochen. Kurz warten, wieder kurz ein bisschen aufladen. Und das ist kaputt. Okay. Sehe ich gerade noch an Ressourcen was? Ja, da. Machen wir mal die Geschütze wieder aus und gehen wieder auf die Bergbau. Bergbaugeschütze. Musste ich kurz niesen. Ich hoffe, ich habe das nicht zu laut gemacht. Und ihr musstet das nicht mit anhören, wie ich hier quer durchs Zimmer schreie. Gut. Einmal markieren. So, den einmal komplett abbauen, um ein bisschen was zu haben. Also, das, was hier in dem Spiel halt so typisch ist. Farmen, 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 irgendwas bauen und weiterfahren. Ich gucke gerade mal da hinten so ein bisschen drüber. Ich sehe jetzt da gerade kein Xaunium. Okay, gucken wir doch mal, wo wir noch hinspringen könnten. Zurück könnten wir könnten aber auf die andere Seite springen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall interessanter, da auf die andere Seite zu springen. Das wäre das Osttor, Südtor, Westtor, dann müsste es genau hinter mir sein, quasi. Das Osttor. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Kostet mich jetzt zwar einiges, wenn ich da durchjumpe. Aber macht nichts. Weil wir haben es ja. Paar Euronen haben wir ja. So, wo sind wir denn hier? Wir sind mitten in nirgendwo. Wir können jetzt runter. Ich glaube, das werde ich auch machen. Und zwar
mit unserem Hyperraumantrieb. Weil dann spare ich mir Tourgebühren von ja, ein paar hundert. Und bin ein bisschen schneller, als wenn ich bis zum Tor fliegen muss. Gut. Hier haben wir dann auch wieder Material. Hier hätten wir einen Ausrüstungsdock, Reparaturdock. Ich bin eigentlich noch auf eine Forschungsstation. Das ist ja ein Traum hier. Perfekt. Die habe ich nämlich besucht. Aber ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Schreibt mir gerne Kommentare, drückt den Daumen nach oben, drückt den Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Lasst dann aber bitte einen Kommentar da, warum ihr den Daumen nach unten gedrückt habt. Ansonsten bitte noch ein Abo da lassen. Brastis ist raus. Tschö!